Oh, I could be all it is you need. 'Cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can see. Moinsen, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zur SLG, zur Sim Racing Germany, Freunde, im Rennen 5 von 5. Finallauf auf dem Nürburgring im Bereich der Lobby 2. Letztes Wochenende haben wir Lobby 1 gehabt als solches. Also ganz locker gehen wir hier das Thema an und feiern auch hier den finalen Lauf mit dem Bereich der Lobby 2. Ja, im Hintergrund machen sich die Fahrer schon startbereit hier. Sven und Rafa, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend gewünscht oder Spätnachmittag, Frühabend als solches. Antchen, herzlich willkommen. Schön dich zu sehen, meine Liebe. Was? Pizzekatze da? Lacht sich tot? Teufelshorn, grüße dich, mein Lieber. Hi. Ja, auch wir sind schon wieder startklar und fit, was das betrifft. Gestern war doch ziemlich lang noch gewesen. Heute Nacht, glaube ich, um 2 oder was sind wir da. Tendenziell in die Horizontale haben wir uns begeben. Und ja, jetzt sind wir schon wieder live mit der SRG und später haben wir noch einen Stream, aber der ist deutlich, deutlich später. Weil die Pause werden wir auf jeden Fall brauchen. So, okay. Nürburgring GP. Sehr, sehr oft präsent gewesen in der letzten Zeit. Auch jetzt hier gestern im Rahmen des 12ers. Wir fahren sie jetzt auch nochmal mit der SRG zusammen im Bereich der Lobby 2. 31 lange Runden wird das Thema andauern. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gehen da gar nicht lang um den heißen Brei herumreden in genau 4 Minuten. Nee, jetzt in genau 3 Minuten geht es auch dann schon los. Das heißt, wir springen mal ganz dezent in die Lobby hinein. So, Fiddy, Moinsen. Wunderschönen guten Abend. Für die, die sich erinnern können, wir haben beim letzten Mal in Gran Turismo Sport so leichte Bildfehler dabei gehabt. Die habe ich jetzt ausmerzen können. Ich habe den Fehler gefunden im Hintergrund, habe umgebaut und jetzt läuft es wieder ohne Bildfehler. Sehr schön. Also, Silvia, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen, Silvia. Hoffe, dir geht's gut. Und du kannst diesen Abend mit uns genießen. FGG Stream, Moinsen, wunderschönen guten Abend. VIP Girl, ebenfalls. Schön, dich zu sehen, herzlich willkommen hier bei Bloody Rain auf dem Kanal. Auch zu dir, wunderschönen guten Abend. Ganz kurz das Ranking für euch eingeblendet. Nicht, dass wir es vergessen als solches. Wir reden von dem Bereich der Lobby 2. In der Folge Schabio mit 70 Punkten da, der Führende. Rafa auf der 2 mit 56. Rockras mit 80 Punkten. Rockras 80 mit 49 Punkten da auf der 3. Alex von der SRG auf der 4 mit 45 Punkten. 40 Punkte. Dotaiga auf der 5. Christoph von DOB mit 30 Punkten punktgleich auf der 6 zum Sven auf der 7. Genauso wie der Tim W. auf der 8. Der hat ebenfalls 30 Punkte. Jawohl. Kasif auf der 9 mit 23 und dahinter Allegro mit 20 Punkten auf der 10. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Ist auf jeden Fall im Hintergrund hier schon ordentlich, ordentlich für Spannung geladen, das Thema. Also ich sag mal, ja gut, je nachdem, was der Schabio und beziehungsweise Rafa und Schabio da gleich abliefern können im Rennen, wird es da definitiv eventuell den Wechsel geben können, was den Ligasieger, den Saisonsieger betrifft, um nicht zu sagen den Meister. Und auch dahinter Rockras, Alex, Dotaiga, die sind da alle sehr, sehr dicht beisammen gestaffelt. Also die fahren definitiv hier nicht nur reinweg behauptet um die goldene Ananas, sondern da geht es richtig, richtig definitiv um das finale Ende des Ganzen. Type A, wunderschönen guten Abend, genauso Kieskauer, Moinsen, herzlich willkommen. Was? Salute? Genau. So, Vollformat. Und wir schnellen euch im Schnelldurchlauf die Fahrer vor. Das ist Schabio, BMW Z4. Jawohl. DOB Nukel, der Dirty Old Bastard Pilot im BMW M6. Der Heinz von MBR von Monkey Boys Racing, BMW M3. Gianni, der Schweizer, hier mit Mazda Tensa am Start. Jawohl. Thomas, der Teamkollege vom Heinz im BMW M3. Jinx, der Teamkollege von Nukel, BMW M6. Kasi nur auf der
7, hätte ich bald gesagt. Audi R8 LMS, das Thema. FireWire ist der Schweizer im Mazda Tensa. Jawohl, Alex im Mercedes AMG GT3. Teamkollege Rockras steht in der Box. Der Teamkollege vom Alex ebenfalls im Mercedes unterwegs. Der Rafa im BMW Z4. Das ist der Teamkollege vom Schabio hier am heutigen Abend. Dort Tiger auf der 12. Position aktuell geführt, ebenfalls im Audi R8. Nein, Kieskauer, definitiv nicht. Das sind definitiv zwei komplette getrennte Welten, der GTS-Bereich hier zu ACC. Aber es ist cool. Im ersten Moment so ein bisschen kommerzbelastet. Große Masse betreibt hier dieses Hobby rund um Gran Turismo Sport und ja, ist auch ganz cool zum Streamen, muss man sagen. Definitiv. Die Sounds sind wieder aktiviert, Freunde. Also wenn ihr wollt, dürft ihr gerne wieder ordentlich in die Tasten hauen und da euren Emotionen freien Lauf lassen. Rennstart im Format der fliegenden Formation, um das Unfallrisiko etwas zu dezimieren. Kann man machen, jawohl, Antje. Thomas macht da den Anfang, umgekehrte Reihenfolge in Abhängigkeit des Rankings. So geht es hier in den Rennstart hinein. 31 Runden erwarten uns, Feuer frei. Rennstart ist erfolgt, das sieht auch gut aus. Ja, ganz leicht da hinten schon die ersten Attacken. Umgekehrte Startreihenfolge besagt natürlich auch, dass dementsprechend hier die schnellen, in Anführungszeichen, Fahrer, die da die Meisterschaft anführen, einmal von hinten durch das komplette Feld fahren müssen. Im zeitlichen Bereich dieses Rennens, 31 Runden ist das Thema lang. Ich merke gerade, ich wiederhole mich, aber ich denke, da habt ihr ein bisschen Verständnis für. Gestern war wirklich, wirklich heftig. Marcio, herzlich willkommen. Go Engadin? Okay, Leon, moinsen. Nukel auf der 2, Kasi auf der 3, Heinz auf der 4. Position, der macht schon Druck. Es geht das erste Mal in die Dunlop-Kehre runter. Nein, da steckt er nochmal zurück. Er hatte sich gezeigt, hatte den Versuch gemacht, innen vorbeizufahren. Oh, ein schöner Powerslide im Heckbereich mit dem BMW M3. Gianni dahinter auf der 5, wir gehen gleich drauf ein. Alex auf der 6, direkt hinten dran, Rafa auf der 7, Rockras auf der 8, Tiger auf 9, FireWire auf der 10, Jinx auf der 11. Position, Xabio auf der 12. Position. Aktuell keine Schäden zu sehen im Schnellformat gewesen. Thomas und Nukel versuchen sich da etwas abzusetzen vom Drittplatz positionierten aktuell im Heinz. Heinz also vorbeigekommen an Gianni. Gianni somit auf der 4. Kasi auf der 5. Position. Dicht dahinter, noch dicht dahinter im Bereich des Windschattens auf jeden Fall. Alex auf Position 6. Rafa auf der 7. Der ist 13. hinterm Mercedes-Piloten. Da bin ich gespannt, ob er gleich den Anker-Angriffsversuch starten wird gegen den Mercedes. Jetzt erstmal hier in der NGK-Schikane noch nicht zustande gekommen, das Manöver. Vorteil Rockras, der da dichter rankommen kann. Werden wir gleich sehen. Der Tiger auf der 9, FireWire auf der 10. Der hängt da auch direkt im Getriebetunnel. Hinten dran gehen wir mal kurz onboard in das Cockpit hinein. Oh, da hat er spät hochgeschaltet. Da war der Motor respektive Getriebe am absoluten Maximum gewesen. Bisschen früher hochschalten und dann sollte das machbar sein. Jinx auf der 11, direkt dahinter Xabio. Jetzt über die Innenseite, Kontermöglichkeit für Jinx. Nein, Xabio außenrum vorbei am BMW M6. Erneute Möglichkeit für Jinx, nein. Nein. Da hat Xabio schön den Blockpass gefahren. Die Tür hat er nicht zugeschmissen, aber er hat es sehr, sehr schön ausmanövriert. Um den BMW M6, der deutlich breiter ist, optischer Natur, hinten dran, pilotiert von dem Jinx. Jawohl, VW Danny, wir sind wieder fit. Herzlich willkommen. Fire Nobi, moinsen. Good evening. Allegro, Grüße. Xabio sollte sich normalerweise absetzen können. Gut, zweite Runde lila, das ist normal. Thomas immer noch in Führung liegen. Thomas hat jetzt hier mit Sicherheit den brutalsten Job im ersten Moment. Ist da von der Pole weggestartet, aber
natürlich hier muss er gucken, dass er erstmal solange es geht, die Jungs hinter sich halten kann. Macht er die Innenseite jetzt zu. Nächste Schikane geht links herum. Vorteil, Thomas behält die Innenseite. Nukel da absolut im Sandwich. Gehen wir beim Heinz kurz rein. Schauen uns das Thema live an, was der Heinz hier mit der Heckpartie des BMW M6 veranstaltet, von Nukel pilotiert. Und natürlich auch, was der Nukel ausüben kann an Druck auf den Thomas, auf den Führenden aktuell. Meine Arme haben gestern nach 4 Stints verloren. Das glaube ich dir. Das hättest du noch einen 5. Stint fahren müssen oder sollen, Fire Nubi, oder war das Thema nach 4 regulären Stints sowieso durch? Jason Versus, wunderschönen guten Tag. Grüße, mein Lieber. Ich höre sie alle akustischer Natur. Boah, kommt der Gianni da weit raus in diesem Moment. Große Lücke dahinter entstanden hinterm Gianni, hinterm Schweizer. 4,6 Sekunden. Ich glaube, die werden da vorne noch ein Momentchen diskutieren. Wir schauen mal ganz kurz. Cassi auf der 5. Rafa schon auf Position 6. Rockras auf der 7. Alex dahinter, der Teamkollege. Also die beiden Werksteams. Werksteam, ja genau richtig, GHR-Piloten, Rockras und Alex auf 7 und 8, die sind sehr dicht beisammen, vielleicht ziehen die sich auch wieder, so wie sie es die letzten paar Male schon gemacht haben, Dotaiga auf der 9, Xavi auf der 10, Jinx auf der 11, Fire Virus, Heckschaden hier zu sehen, unten links, da blinkt der Heckbereich des Mazda Tensa, hat hier also die Positionen 10 und 11 verloren, im ersten Moment gegen Xavi und gegen Jinx. Kasi verteidigt gegen Rafa. Nee, waren zu viert am Anfang, aber Dominik hatte während seines ersten Internetprobleme... Okay, verstehe. Brave Wolf, grüße dich, Andi. Moinsen. Ja, da hat quasi keine Chance. Da kommt gleich auch schon der nächste Angriff. Erst muss der Rafa ziehen lassen, jetzt muss er Rockras ziehen lassen. Rockras innen vorbei. In der letzten Kurve, der Coca-Cola-Kurve, oder wie hat Laura gestern gesagt, heißt das Ding, ich hab's schon wieder vergessen. Quasi also auf der 7. Position, Alex auf der 8. Schöne Perlenkette hier zu sehen auf Start und Ziel. Dort Tiger auf der 9, Xabio auf der 10, Jinx auf der 11, Fire Virus auf der 12. Der ist wieder rangefahren an den Mercedes, an den BMW M6. Pilotiert und eingesetzt von DOB, pilotiert durch den Jinx. Also auch hier ist FireWire nicht bereit gewesen, den Schaden reparieren zu lassen durch Einfahren in die Boxengasse. Das wird noch etwas aufgeschoben, das Thema. Oh! Und da ist der Heinz vorbeigefahren, Freunde, an Nukel. Im Hintergrund kommt der Angriff von Gianni. Nein, Gianni steckt da nochmal zurück. Wir schauen uns das nochmal an. Replay läuft hier. Jawohl, Nukel auf der 2. Wie kam es zu dem Überholmanöver? Außenrum hat sich... die haben sich da ganz leicht berührt. Und da geht er jetzt sehr weit raus. Und Heinz natürlich auf dem prädestinierten Asphaltband da mehr Performance auf das Asphaltband bringen können und kann vorbeifahren an Nukel. Nukel also eine Position verloren. Rennen ist aber noch sehr, sehr jung. Wir sind gerade einmal in Runde 4 von 31. Insofern ist da noch alles möglich. Ich muss mich, glaube ich, da mal korrigieren. Es ist zwar oben im Namen DOB verankert bei Nukel und bei Jinx. DOB die Abkürzung für Dodi Old Bastards. Aber die Kollegen sind hier unterwegs fürs Team Steam Wheel Motorsport. Ist da noch ein E vorne dran gewesen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall der Teamname Steam Wheel. Doch, Steam Wheel E-Motorsports. Genau, das ist der Teamname für die Kollegen hier, Nukel und Jinx, an den Start gehen. Sehr schön, der Gianni, der lässt sich da aber auch nicht abwimmeln, im Gegenteil. Jetzt zeigt sich der Heinz mit dem roten, akzentierten BMW M3 neben Thomas. Da war der M6 ganz spät auf der Bremse, da war Nukel richtig böse spät am Ankern. Hat aber funktioniert, hatte so viel Platz, dass er die Nase des M6 seitlich am M3 positionieren konnte. Jetzt auch vorbei. Vorbei am Thomas. Nukel also wieder zurück auf der 2. Führender hat sich geändert. Wir haben es gesehen.
Der Teamkollege, der Thomas, hat den Heinz da passieren lassen. Und ihr seht auch, dass der Heinz sich ordentlich absetzen kann. 55,7 die letzte Rundenzeit vom Heinz gewesen. Im direkten Vergleich zu 56,1 die Zeit von Thomas. Bei Nukel war es die 56,4. Trotzdem hat er davon profitieren können, weil natürlich auch die Systematik oder die Thematik Windschatten hier im Bereich von 1,2 Sekunden Differenz zwischen der zwei Fahrzeuge hier am Funktionieren ist. Thomas auf der 3, Gianni auf der 4, Rafa auf der 5. Position und Rafa arbeitet gerade massiv an der Differenzierung, diese kleiner werden zu lassen, dem Vorsprung auf die Sichtweise. Ich habe da gerade eine Frage bekommen im Hintergrund, sorry. Auf die Sichtungsweise gesehen zum Gianni, zum Schweizer, Richtung P4. 53,716 ist momentan die schnellste Rennrunde vom BMW Z4-Piloten Rafa aufgestellt in Runde 4 im letzten Umlauf. Ergo und Rockras hat da so ein bisschen... Ja, von wegen hat der Probleme, der hat gar keine Probleme, der kann die Pace nämlich identisch gehen, die der Rafa aktuell vor ihm fahrend in den Asphalt brennt. Ihr seht's, 53,7 von Rafa, 53,8 von Rockras. Schabio auf der 7, Kasi auf der 8. Position, 56,771 in der 2. Runde, Kasi seine persönlich schnellste Rennrunde bis dato gefahren. Alex da auf Position 9, der hat richtig Plätze verloren, der Alex. 56,6 die letzte Rundenzeit vom Alex. Ich weiß, dass er etwas schneller kann. Er probiert hier den Angriff über die Innenseite, steckt aber nochmal zurück. Oder? Oder? Wenn er jetzt besser rauskommt, hat er Position. 8 inne. Hat er auch. Kasi hat ein bisschen das Gas gelupft, wenn er mich fragt. Teamkollege von Kasi direkt hinten dran. Der Tiger im Audi 8. Und da ist Jinx auf der Außenseite. FireVirus musste abreißen lassen. Final. Er ist schon... fast 4,5 Sekunden dahinter, hinter dem BMW M6. Gehen wir onboard rein in den BMW M6. Schauen uns das Spektakel ein bisschen genauer an, was der Jinx hier mit dem Lenkrad an Arbeit verrichten tut. Und dürfen gespannt sein, ob er da gleich den Angriff setzen wird, weil er unbedingt mitmischen möchte. Rund um den Positionskampf, rund um Position 9. Ja, gute Entscheidung. An der Stelle reinzustechen, selbst wenn du auch 5 oder 10 km/h schneller bist, ist nicht unbedingt ratsam. Du brauchst eine grundsolide Ruhe im Fahrzeug, wenn du vom rechten Curb nach links einsetzt in Richtung Michael Schumacher S oder ins Schumacher S hinein. Maschbau, grüße dich, herzlich willkommen. GTM Lu, moinsen! Ja, oh, hat der die Bremse nochmal aufgemacht, der Tiger. Boah, der Audi 8 geht aber gut raus aus der Ecke, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, es könnte sein, dass das Getriebe ein bisschen unrund läuft hier beim BMW M6, weil was mir gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass der Drehzahlbalken, das optische, dass das Drehzahlband am Flackern ist unter Volllast. Der zieht nicht sauber durch, das ist so ein bisschen klack, 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 wie abgehackt. Seht ihr das? Man hört es auch. Ja, aber kann der Jinx mit Sicherheit kompensieren. Also, sollte nicht das Problem sein. Rennen ist noch lang genug. Haben wir gehabt. Dieser Stelle mal ein fettes Dankeschön an alle Teilnehmer dieser Saison. Hat echt Spaß gemacht mit und gegen euch. Wir sehen uns in nächster Saison wieder. Ja, ganz genau, Ingo. So, klassische Abschlussworte für Streamende. Aber Streamende, Freunde, ist noch nicht. Dauert noch ein Momentchen. Tiger auf der 10, Kasi auf der 9. Position. Die haben sich da wieder getrennt, etwas voneinander lösen können, die beiden Teamkollegen mit den Audi 8.
Alex auf der 8, Schabio auf 7. Jorkos auf der 6. 1,7 Sekunden muss er noch zufahren Richtung Rafa. Und Rafa hat es geschafft. Er hat die Lücke geschlossen in Richtung dem Schweizer, in Richtung dem Gianni. Auf Position 4. Sehr schön. Auch hier gehen wir rein on board in den BMW Z4 zum Piloten Rafa. Blinkdampfer, Moinsen. Grüße. Wahnsinn, wie der Heinz und der Nukel da vorne wegblasen, wie die wegkommen hier von P3 und P4. Natürlich auch im ersten Moment von der P5. Wir machen gleich mal den Rundenzeitenvergleich hier zum Rafa, weil der Rafa im ersten Moment eigentlich einen Tick schneller gehen könnte, wenn er hier vorbeikommt am Gianni und am Thomas. Schauen wir mal, 55,2, letzte Rundenzeit von Rafa. Gianni hat eine 56,0 gehabt und beim Thomas war es die 55,9. Nukel 53,8, Heinz 53,9. Na, Bamsen. 53,328, auch die schnellste generelle Rennrunde vom Heinz aufgestellt in Runde Nummer 5. Oh, Rocassi, komm, da fehlt noch ein Zehntel. Jetzt ist er im Windschattenbereich unterwegs, der Mercedes-Pilot auf der 6. Position. Der kann also hier eventuell mitdiskutieren mit Rafa, Gianni und Thomas um Position 3. Eine Sekunde noch. Rocassi. Mach Lack auf den Kolben. Das kriegst du hin. 54,9. 55,5 von Gianni. Und jetzt ist Rafa außenrum vorbeigefahren. Rafa ist auf der Position 4. 55,2. Thomas 55,6. Rafa sollte hier normalerweise durchkommen. Natürlich auch im ersten Moment behauptet, wenn er gelassen wird. Auch da sitzt natürlich kein Fahrer hinterm Steuer, der sagt, hier komm, pass auf, Fenster runter, kurbelt den anderen Kollegen die Konkurrenz vorbeigewunken. Das macht natürlich auch keiner. Frei nach dem Motto, wenn du hier vorbei willst, dann such dir einen Weg dran vorbei. Wir klären das offiziell auf der Strecke mit fairen Mitteln. Und so muss das auch. Fünfzehntel vor Rafa entfernt, der Thomas, und Fünfzehntel sein Vorsprung, den er hat von Gianni auf der 5. Jawohl, Rockras dran. Rockras ist dran, on board, in den Mercedes reingehupft. Oh, es ist schon sehr, sehr duster. Aber mit Sicherheit auch eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre hier für die Fahrer zum Fahren. Gianni fährt in die Box rein. Gianni verabschiedet sich auf der rechten Seite in den Boxeneingang hinein. Ganz kurz mal beim Nukel vorbeigeschaut. Eine Sekunde Roundabout trennen den Führenden vom Zweitplatzierten. Thomas auf der 3. Rafa hängt da immer noch im Getriebetunnel. Okras hat eine kleinere Lücke dadurch, dass sich der Gianni jetzt rausgenommen hat aus dem Zweikampf, aus dem Kampf-Battle-Thema hier. Schabio auf der 6. 2,4 Sekunden müsste zufahren. Gianni wieder zurück auf der Strecke. Position 7 aktuell. Darf er seinen eigenen. Hat sich dann nur einen neuen Satz Reifen abgeholt. Bisschen Sprit nachgetankt? Fragezeichen. Naja, nee, nicht wirklich. Mazda Tensa im ersten Moment ein Ticken sparsamer unterwegs wie der BMW Z4 im direkten Vergleich zu Schabio. Achte Position im Bild. Der Alex
im Mercedes. 5,5 Sekunden knapp sein Vorsprung vor Kasi auf der 9. Jinx auf der 8. Position. Also er hier vorbei an der Tiger. 56,1. Seine letzte Rundenzeit. Flamesplay TV, vielen Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen hier bei Bloody auf dem Kanal. Kasi 56,9 gefahren. 8 Zehntel, also langsamer gewesen wieder. M6 Pilot. Firewirus auf der 12, 208, weil er gerade in der Boxengasse gestanden hat. Bei seiner Crew zu Besuch war. Hat sich wahrscheinlich auch nur einen Satz neue Reifen abgeholt. Jawohl, hat er auch gemacht. Heißt also, übergreifend auf die Distanz gesehen, hat er genau das gleiche getan wie sein Teamkollege, wie der Gianni hier, der auf der 7 ist. Gleiches Fahrzeug, gleiches Team, beides mal der Mazda Tensa. Moin Moin, Benny, sieht ja bei dir aus wie heute Morgen um 0.30 Uhr. So ungefähr ist gut, da, so ungefähr. Christoph, herzlich willkommen, wunderschönen Abend. Die Spitze jetzt an die Box, abgebogen. Nukel kommt als erstes wieder raus, zurück auf den Kurs vor dem Heinz-Freund. Es gab also einen Führungswechsel über die Boxenstrategie, die Boxen- bzw. die Stop-Wahlweise. Einer hat ein bisschen weniger Sprit mit an Bord, aber das ist wirklich nur ein Müh. Nee, die sind genau identisch voll. Nukel und Heinz haben exaktamente auf den Liter genau die gleiche Spritmenge mit an Bord. 204,2, 202,3. Die Boxenrunde bei Nukel, beim Österreicher. Jetzt muss der Heinz nachlegen. Oder er sagt sich, weißt du was, ich mache das mit meiner unheimlich langen Erfahrung, die ich habe, mache ich das wett. Ich bleibe jetzt einfach mal ordentlich, ordentlich lange hinter dem Heckbereich von Nukel, wobei ich aber euch auch verraten darf und auch muss, der Fairnesskeit halber, dass der Nukel auch kein, der ist nicht mehr grün hinter den Ohren, Freunde. Der Nukel weiß auch definitiv, wie man diesen Stuhl bewegen muss, um sich zu verteidigen nach hinten weg. Also, ich würde behaupten, dass beide doch da unheimlich, unheimlich viel Erfahrung mitbringen und prädestiniert dafür sind, wenn es hier um das Verteidigen der Führungsposition geht. Rockras auf der 3. Der ist draußen geblieben, der Kollege. Der hat nicht eben die Boxengasse angefahren und angesteuert. Xavier auf der 4 ist auch draußen geblieben, genauso wie der Gianni, weil der Gianni auch hier ein paar Runden vorher und in Summe 2 Runden vorher bei seinem ersten Stop da an der Box war. Thomas wieder zurück auf der Strecke hier auf Position 6. Der Rafa auf 7, der war ebenfalls tanken, beziehungsweise hat sich einen neuen Satz Reifen abgeholt. Der Alex war nicht in der Box, genauso wie Rockras auf der 3. Kasif auf Position 9. Der muss auch noch ranfahren. Der Tiger, gleiches Thema, in Grün auf der 10. Jinx auf der 11. Position. Der war an der Box gewesen. Also auch da teaminterne Absprachen. Die machen alles identisch, die Kollegen. Jetzt Rockras an der Box. Firewirus auf der 12. 7,3 Sekunden. Ja, Firewirus hat hier massive Probleme, scheinbar generell auf eine konstante oder beziehungsweise flotte Rundenzeit zu kommen. Wir schalten mal zu Rockras rüber. Wann geht's bei ihm weiter? Fahrzeug wird noch betankt, Lollipopmann hat gedreht, jawohl, jetzt geht das Schild auf und er darf wieder raus, feuerfrei für Rockras auf Position 7. Wo ist Kasi? Da kommt der Teamkollege außenrum, lässt ihn aber innen gewähren, der Herrn Rockras, jawohl, Rockras bleibt auf der 7, Alex auf der 8. Kasi kommt auf Position 10 zurück auf den Kurs, nein, er behält Position 9, dahinter, aber auch sehr, sehr dicht, ist Jinx jetzt im Bild. Schauen wir mal onboard nach. Ja, wir reden hier von roundabout 6, 7 Zehntel nur Abstand, die der Jinx hat in Richtung Kasi, in Richtung Audi 8. Lupo Gona, grüße dich, moin. Hast du die Nacht gut überstanden, Scooter? Ging das einigermaßen? Also ich persönlich habe echt sehr, sehr lange gebraucht, bis ich den Einschlafmoment gefunden hatte oder finden konnte. Tobi Hahn, moinsen, herzlich willkommen. Um nicht zu sagen, willkommen zurück. Tobi Hahn auch einer derjenigen gewesen, die permanent hier am TV-Gerät gesessen haben und so dermaßen lange mitgefiebert haben. Also absolut brutal. Sehr, 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 sehr löblich. Pause Gaming, grüße dich. Servus, hast du das Wochenende noch nicht genug? Doch. Aber du kennst meinen Streamplan, Corsi. Und du weißt, dass ich nicht absage, wenn nicht irgendwas ist.
Also die 6, 7 Zehntel sind definitiv weggeschmolzen. Da steckt nochmal zurück der Jinx. Alex jetzt im Hintergrund an der Box. Auf der 8. Position. Schauen wir ganz kurz mal nach. Warum ist das so? Regulärer Stop, alles gut, keine Schäden zu sehen. Wir bleiben bei Casio und bei Jinx. Die letzte Rundenzeit von Jinx. 55. Achso, vergesst es. Das war eine Outlap bei Kasi. Die können wir nicht als Referenz ziehen. Outlaps sind generell deutlich, deutlich schneller wie die regulären Rundenzeiten. Ja, jetzt aber im Mercedes-Arena-Bereich konnte sich Kasi wieder etwas absetzen von dem Jinx. Ich sage euch, das ist im ersten Moment die Gerade. Das ist die Gerade. Game 3D, sind das jetzt hier echte Rennfahrer oder... Nee, das sind Gamer. Also das sind keine echten Rennfahrer. Es sind echte Menschen, ja, aber es sind keine echten Rennfahrer. Der Audi ist richtig bunt, Tobi, jawohl. Ja, und jetzt ist wieder der Streckenbereich gekommen, wo Jinx wieder ordentlich Zeit findet und massiv aufholen kann auf den Kasif. Bis zur nächsten Startzielgerade wahrscheinlich und dann reißt er wieder ein bisschen ab hier. Ja, ich denke, dass es aber auch mit der Getriebeeinstellung zusammenhängt vom BMW M6, Silvia. Weil man sieht wirklich wieder, der Jinx ist voll auf dem Pin, der steht voll auf dem Gas, aber das Getriebe setzt es nicht um. War gestern noch nicht so geplant, bin um 11 zu deinem Stream gekommen, bin dann auf unserer RVG TTS gegangen, war Freunde getroffen, auf einmal war Rennende. Wir waren bis 3 Uhr in der Früh noch im TS, war echt mega gestern. So muss das. SPS, moinsen, herzlich willkommen. Ja, jetzt hat er es besser gemacht. Jetzt ist er da dichter dran geblieben, der Jinx. Der Audi 8, der geht schon gut aus der Ecke raus, definitiv. Jetzt probiert Jinx über die Innenseite, jawohl. Jetzt ist Jinx vorbeigekommen an Kasif. Da hat Kasif ein bisschen geschlafen, in Anführungszeichen. Er hätte vorher in die Linie reinziehen müssen, um den Jinx hinter sich zu halten. Vielleicht kommt aber auch gleich der Konter, weil der Audi 8 hier auch in den 1, 2, 3 Stellen doch die bessere Performance hat, wie der BMW M6. Was nicht heißen soll, dass wir natürlich nicht allen Fahrern hier gleichmäßig die Daumen drücken. 14. Nukel, der Führende vor dem Heinz auf der 2. Position. Tankvergleich absolut identisch. 53,8 vom Heinz, 53,693 von Nukel. Schabio auf Position 3. Jawohl. Schabio, der war noch nicht an der Box gewesen, Freunde. Der ist immer noch auf dem ersten Satz Reifen unterwegs. Nicht so wie Gianni. Gianni hat da schon den neuen Satz Reifen, den zweiten Satz Reifen unterm Chassis auf seinem Mazda Tensa. Gianni auf der 4, Thomas auf der 5. Roundabout eine halbe Sekunde hinten dran. Ja, wir machen 4 Zehntel aus, gedanklich. Ist Rafa auf Position 6. Also egal wo, überall Diskussionsbedarf zwischen den Piloten. Das ist korrekt, Silvia. Das stimmt. Ja, ganz ehrlich, guck dir die Spritmenge an. Heinz ist jetzt vorbeigekommen. Wieso ist Heinz vorbeigekommen? Wir gucken nochmal. Kriegen wir rein? Oh, wahrscheinlich am Ende der Startenzielgeraden da in der ersten Kurve rechts rum. Heinz ist vorbei am Nukel. So, wir gucken nach. Ein Müh wäre mehr wie viertelst voll. Ja, lasst es vielleicht 5 Liter sein. Alles gut. 53,5 von Nukel. 53,3 vom Heinz. Also, Heinz arbeitet sich hier vorbei. Hat sich vorbeigearbeitet an Nukel.
13,5 Sekunden haben die schon Vorsprung. Die beiden Kollegen da vorne auf 1 und 2 vor dem Drittplatzierten, der jetzt aber auch vorbeigekommen ist am Schabio. Schabio musste Position 3 hergeben, weil Gianni wahrscheinlich die besseren Reifen hat und es umsetzen kann. Vorteil für Thomas? Fragezeichen, ist näher rangekommen. Ja, ganz dezent behauptet ja. Dahinter ist natürlich auch der Rafa mit dabei. Wir bleiben und gehen zurück in das Cockpit vom BMW Z4 zum Fahrer, zum Rafa. Haben wir nämlich alles im Blick, was die Kollegen da vorne veranstalten. Quattro, Vierkampf um Position 3 aktuell. Das ist vollkommen richtig, Ingo. Was da momentan abgeht, echt, also ohne Scheiß, ich persönlich, ich habe mittlerweile Spaß, wenn ich tanken fahre. Ohne Scheiß, das ist, ich bezahle das gerne. Das war ja schon seit gefühlten Jahrhunderten nicht mehr so, oder? Brutal. Heinz und Nuckel sind an der Box. Motorenschaden. Nein, nein, nein! Wieso haben die denn Motorenschaden? Beide vor allen Dingen. Ach du Scheibenkleister. Nuckel und Heinz sind da mit komplett zu Brei gefahrenen Antriebsaggregaten in der Box gewesen. Ach du Scheibenkleister. Heinz und Nuckel auf 1 und 2, auf 2 und 1, vollkommen egal. Die haben sich da ein bisschen abgewechselt, waren eben gerade beim Pitten gewesen, weil die kompletten Motoren absolut klump waren. Boah. Schauen wir mal, ob wir da eine Information bekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da ordentlich gerumst hat zwischen beiden, dass so ein Thema hier entstehen könnte. Krass. Neuer Führender somit, der Gianni, der Schweizer, auf der 1 mit 1,3 Sekunden Vorsprung vor Schabio auf der 2. Dann haben wir den Thomas auf der 3, direkt immer noch hinten im Getriebe, im Kofferraum klebend. Der Rafa auf Position 4, 2 Sekunden dahinter auf der 5 ist Rockgras. 1 Sekunde dahinter der Heinz auf Position 6 mit den besseren Reifen. Die sind nämlich nagelneu, da hängen noch die Aufkleber drauf auf der Lauffläche. Die werden auch runtergerubbelt bzw. gefahren. Nuckel 4,1 Sekunden dahinter, weil er aber auch ordentlich mehr Sprit nachgetankt hat und mitgenommen hat. Wie der Heinz, hier der direkte Vergleich, etwas mehr wie halb voll der Heinz. Und der Nuckel über dreiviertel voll. Alex auf Position 8, 7,2 Sekunden muss er zufahren. Der Kollege, letzte Rundenzeit von ihm persönlich schnellster Natur, 53,771. Jinx auf der 9, 11 Sekunden fehlen ihm auf den Alex vor ihm fahren. Auf der 8 aber auch der Jinx im letzten Umlauf, 55,094. Auch das seine persönlich schnellste Rennrunde bis dato. Dotaiga auf der 10, 3,7 Sekunden fehlen ihm. Sieht aber so aus, dass der Jinx hier wirklich wegkommt vom Audi 8. 55,368 von Dotaiga. Seine letzte Rundenzeit, auch das persönlich schnellste. Kasif auf der 11. Position. Die haben im letzten Umlauf alle die schnellste Rennrunde, die schnellste persönliche Runde gefahren. Aber ihr seht hier bei Kasif vorne links ist die Aufhängung Schrott beim Audi 8. Genauso wie die Front, die sieht auch aus wie dreimal gegessen. Fährt er rein? Jawohl, er fährt rein. Kasif kommt in die Box. Fire Virus auf Position 12. Der wird jetzt Position 11 übernehmen und erben vom Audi 8 von Kasif. Schabio an der Box gewesen? Ja, Schabio war an der Box. Der hat sich rausgenommen da vorne. Aus der gedanklichen Spitzensituation. Schabio war an der Box gewesen. Nachgetankt, neue Schlurfe da drauf und weiter geht's. Deswegen der Thomas auf 2. Und diskutiert immer noch munter und fleißig weiter mit dem Rafa, der auf Position 3 ist. Shadow of Storm, Grüße, Moinsen Arno. Ja, da kenne ich noch einen, Shadow, da kenne ich noch einen. Um nicht zu sagen, nicht nur einen, da kenne ich eine ganze Menge Leute von. Sieben Zehntel zwischen P2 und P3.
Rockgrass scheint aber auch näher zu kommen, beziehungsweise hat Rockgrass jetzt den Heinz im Nacken sitzen. Wann kommt der Angriff? Kommt er jetzt gleich? Ja, kommt er. Über die Bremse. Oh, der Heinz da spät runtergeschaltet. Kurz vor der Kompression war der noch im vierten Gang, Freunde. Da ging es klack, klack, klack. Und dann war er im ersten Gang. Dann hat's gepasst. Auch geil. Der Heinz hat das Fahrzeug umgesetzt auf den Rechtsturn und hat während des Umsetzens, während des Lenkens, hat er vom ersten in den zweiten Gang hochgeschaltet. Was ist mit dem Rockgrass passiert? Warum muss der so abreißen lassen? Das ist ja Wahnsinn. Der Heinz hat ihm jetzt einfach mal binnen zwei Kurven da über eine Sekunde abgenommen. Nach dem Überholmanöver. Sehr geil. Nukel auf der 6. 53,9. Was hat der Heinz gemacht? 55,1. Übertrieben dargestellt. Ja, der Abstand oder der Vorsprung, den der Heinz auf den Nukel hatte, ist definitiv zusammengefallen. Der ist deutlich, deutlich kleiner geworden. Es waren über 4,5 Sekunden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Jetzt sind es nur noch mehr. 2,8 Sekunden. Ja, da haben wir gerade gesehen, der Nukel war schon wieder lila unterwegs. Es könnte sein, dass wir gleich eine neue Topzeit sehen im Rennen allgemein, dass diese 53,328 gleich fällt. Schauen wir uns kurz an. Wir sind schon im Bereich Richtung Startenziel nach vorne. Letzte Kurve rechts rum, Coca-Cola. Irgendwas mit V hat Laura gestern gesagt. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das Ding wird so oft umbenannt hier, die Kurven. Nein, 53,409 ist er gefahren. Es war eine persönlich schnellste Rennrunde, eine neue für den Nukel, aber nicht für allgemein gereicht. 80.000stel Runabout haben da gefehlt. Christoph schreibt, Nukel gewinnt das Ding, meinst du? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Noch sind's 12 Runden. Aktuell muss er erstmal einen Weg an Rockgrass vorbeifinden. Genau, entweder fährst du Porsche oder ein Auto, ja. Auch ein geiler Vergleich. Mach das, Ingo. Schmeiß dir lecken. Quatsch. Lass dir auf jeden Fall schmecken dann. BB Ramirez. Außenrum, außenrum. Nein, nein, doch. Ja, was denn jetzt? Nein, und er dreht sich auf der Grasnarbe weg. Der Nukel schmeißt den M6 hier mal ganz kurz quer auf der Außenseite, weil er ein bisschen zu weit rechts rüber auf die Grasnarbe gekommen ist. Ist das ärgerlich. Rockgrass, natürlich, der lacht sich dann ins Fäustchen und sagt, alles klar, mein Freund, du hast außen die Seite gewählt, dann sieh zu, wie du jetzt mit der Grasnarbe klarkommst. 4,7 Sekunden. Boah, heftig. Sehr geil, Blue Puguna. So freut mich das. So muss das. Ah, und so schnell kann es gehen, Freunde. So schnell kann es gehen. Der Führende, der Gianni, der muss hier auf jeden Fall gleich zum Boxenstopp antanzen, weil das Ding ist gleich leer und schieben will hier keiner. Rafa auf der 2. Gleiches in grün. Heinz schon wieder auf P3. Der ist natürlich anders unterwegs. Andere Taktierung durch den Motorenschaden. Passt aber. 53,195 ist momentan schnellste Rennrundenzeit overall. Im letzten Umlauf hat der Heinz das umsetzen können. In den Asphalt hier gebrannt auf dem Nürburgring der Grand Prix-Variante. Jetzt wird Rafa gleich attackiert. Schauen wir mal. Dunlop-Kehre. Es geht runter. Rafa fährt auf der Innenseite. Nein, er bietet keine Möglichkeit, dass Heinz da innen vorbeikommen kann. Wenn der Heinz jetzt hier im Stream wäre und hätte das Thema akustisch laufen, dann könnte ich ihm sagen, mach dich nicht verrückt, mein Lieber. Der Rafa fährt sowieso dann in die Box rein.
Auf der anderen Seite eins unser MBR-Urgestein. Der weiß schon, was er tut. Oh, da hat das Gas gelupft. Wahnsinn. Wirklich überhaupt kein Freund von Kontaktsport. Und jetzt ganz spät hat er geankert und absolut perfekt. Absolutes perfektes Überholmanöver, Freunde, vom MBR-Kollegen, vom Heinz hier vorbei an Rafa. Wir gucken uns das nochmal an. Es war richtig, richtig toll gewesen, ehrlich. Der ist da ganz, ganz spät raus, hat sogar noch das Gas gelupft, um den Kontakt absolut vermeiden zu müssen. Ist dann ganz spät raus aus dem Windschatten und unheimlich spitz eingefahren in die Schikane. Hat sogar den Curb auf der rechten Seite so massiv mitgenommen, dass es absolut gepasst hat. Ganz ehrlich, es gab auch Piloten, ich kenne Piloten, die hätten in diesem Moment rechts auf dem Curb das Auto verloren. Der Heinz nicht, der hat es geschafft. Sehr schön. Rafa an der Box gewesen. Jawohl, genauso wie der Gianni. Gianni geht wieder raus. Position 5 ist sein eigen aktuell. Nein, ist es nicht. Doch, weil, ja, doch, definitiv, passt. Schweiz auf der 5. Alex direkt hinten dran auf Position 6. Dahinter sofort mit im Nacken sitzen der Schabio auf Position 7. Sehr geil. Wo ist der Rafa? Position 8. Perfekt. Wir gehen on board bei dem Schabio in den Stuhl hinein. Das ist der BMW Z4. Gianni, was ist da los? Ging da sehr weit raus. Ja, das ist der Cut gewesen von Schabio. Der hat ihm jetzt diese halbe Sekunde Zeitstrafe kredenzt. Also etwas zu hart über die Streckenbegrenzungen gehämmert. Ja, Leon, willkommen zurück. Vielen Dank für den Follower. Rafa also auf der 8, Jinx auf 9. Muss auch gleich tanken fahren. Tanko ist absolut mager aufgestellt gerade zum aktuellen Zeitpunkt. 3,1 Sekunden sein Vorsprung vor P10, vor Do Tiger. Der muss ebenfalls rein. Thomas auf der 3 in der Box, Kasif auf der 11. Firewire ist auf der 12. Gianni kommt vorbei an Thomas. Ja, das sollte machbar sein. Gianni aufs Startenziel draußen. Loyalty Chris, wunderschönen guten Tag. Grüß dich mal lieber. Keine Ahnung, Christoph, was dir da nicht sauber gerade vorkam, aber ich fand das jetzt wirklich nicht verkehrt. Ansonsten auch hier gibt es natürlich eine Rennleitung im Nachgang. Und die wird sich dann definitiv damit beschäftigen. Heinz also wieder in Führung. 5,3 Sekunden sein Vorsprung vor Rockras auf der 2. Rockras muss gleich tanken, aber ich denke auch hier wird es der letzte Stop sein. Für den Kollegen von GHR, vom Werksteam. So wie sie sich nennen. Nukel auf der 2. Bisschen mehr wie halb voller Tank. Reicht das? Was denkt ihr? 9 Runden noch verbleibend? Wird eng, oder? Reicht bestimmt. Okay. Okay. Rockras biegt in diesem Moment ab. Er gibt die Position 2 ab an Nukel. Heinz wird aber definitiv nochmal stoppen müssen. Ob er will oder nicht. Weil das reicht mit Sicherheit nicht. Diese letztverbleibenden 8 Runden. Gianni auf der 3. Halb voll, das reicht. Das Reifenmaterial ist auch sehr, 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 sehr gut. Um nicht zu sagen, das ist krachneu. Rafa auf der 4. Schabio auf der 5.
Ja, eventuell Schabio. Nochmal kurz einen Splash and Dash, den er vielleicht einlegen wird, um die Reifen nur lediglich zu wechseln. Rockras wieder zurück auf dem Kurs, Position 6 aktuell. Thomas auf der 7. Vorletzte Runde war er beim Boxenstopp. Reicht, der ist genau halb voll, passt okay. Alex auf der 8. Neue Reifen drauf, Jinx auf der 9. 35 Sekunden hinten dran. 38. Das kann nicht aktuell sein. Genau, jetzt ist umgesprungen. Kasi van der Box, Position 11. Der Tiger auf der 10. Kasi van der Box, letzter Stopp auch bei ihm. Regulärer Stopp, jawohl. Fire Virus auf der 12. Oh, der hat ein bisschen viel Sprit mit an Bord. Kann das sein? Baut die Strafe ab unter Halbgas und jetzt wieder Feuer frei. Ganz genau. Also, so werden die Strafen abgebaut. Jawohl. Leistungsreduzierung, dann wird die Strafe geklärt, läuft gegen Null, bis sie komplett weg ist und dann kannst du hier wieder angasen. Pippi Porsche, wunderschönen guten Tag, Moinsen, grüße dich. Nuckel auf der 2, schönes Polster. Nach hinten weg auf den Drittplatzierten, auf den Gianni. Gianni muss jetzt gucken, dass der Rafa dann nicht nach Möglichkeit in Windschatten einfahren kann. 53,553, die letzte Rundenzeit, persönlich schnellste Rennrunde von Rafa. Bei Gianni war es die 54,2. Gianni muss gucken, dass er jetzt echt angast. Sonst holt ihn da der Rafa noch ein. Schabi auf der 5, 54,4. Die letzte Rundenzeit, Rockras auf der 6. 51,6 müssen wir ignorieren, das war eine Outlap. Nach dem Boxenstopp Thomas 54,6 auf der 7. Alex auf der 8, 52,1, auch das war eine Boxenrunde. Schauen wir mal, was der Jinx jetzt gleich macht. Und dort Tiger. Momentan ist dort Tiger mit dem Audi 8 im Windschattenbereich hinter dem Jinx. 56,1 zu 55,7. Ja, jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Oh, die sind da ganz dicht vorne zusammen hier, die Kollegen. Gianni und Rafa. P3 und P4 aktuell, die beiden Piloten unterwegs. Der eine im Mazda Tensa unterwegs auf der 3 und der andere im BMW Z4 auf der 4. Position. Ja, kann ich machen, Sven, warte. Da kam kurz die Frage von der Organisation, ob wir da die Leistung mal kurz uns anschauen können. Sieht aber im ersten Moment ganz gut aus. Ja, sollte passen. Ansonsten werden wir im Nachgang nochmal im Stream reingucken. Aber ich denke, hat im ersten Moment ganz gut ausgesehen. War auf jeden Fall gleichmäßig. Schönes Überholmanöver vom Rafa. Spät über die Bremse geklärt. In die erste rechts nach Start und Ziel. In die Kompression hinein. Der BMW Z4 jetzt vor dem Mazda Tensa, pilotiert durch den Schweizer, durch den Gianni. Jo, kein Ding. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht zu häufig oder zu weit rauskommt, was dem Gianni da gerade passiert ist. Wenn du es da extremst übertreibst, hast du auch leider Gottes mal relativ schnell die Zeitstrafe auf dem Deckel. Der Gianni ist jetzt gerade in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Er würde sich am liebsten ganz gerne natürlich nach vorne orientieren Richtung Rafa. Vielleicht auch am liebsten ziehen lassen vom Z4. Muss aber auch definitiv den Rückspiegel im Auge behalten, weil der Schabi da hinten auch nicht langsam unterwegs ist. Und tendenziell auch gleich jeden Moment im Luxus des Windschattens wäre.
in dieser Komfortzone. Zu Gianni 54,9. Boah, war das Heck gerade am Tänzeln vom Rafa, vom BMW Z4. Wir müssen mal ganz kurz da nach hinten schalten. Ja, die sind fast im Bereich der Windschatten unterwegs. Der Kasif zu Jinx gesehen und von Jinx aus seiner Sicht hinterweg zu FireVirus. Also da gibt es mit Sicherheit auch gleich noch ordentlich Diskussionsbedarf. 54,1, eine weitere Runde von Xavio. 55,2 von Gianni. Und trotzdem kann der da dranbleiben, das ist Wahnsinn. 54,113 von Rafa. Grüße FireVirus und Gianni bitte. Machen wir. Los Gianni, Gun auf Top 3. Jawohl. Also er soll Gas geben, der Gianni, dass er auf die dritte Position kommt. Jetzt endlich mal. Viel Zeit ist nicht mehr. 5 Runden. Ihr seht es oben links. 26. Runde von 31 am Laufen. Boah, jetzt sind die aber ganz dicht zusammen da hinten hier. FireVirus ist dran an Jinx. Und Jinx auch an Kasif. Ja, noch nicht ganz. Also auch hier die gleiche Prämisse, die da vorne gerade herrscht. Der Jinx muss sich jetzt im ersten Moment auf den Rückspiegel konzentrieren. Nicht, dass er gleich Gefahr läuft, da überholt zu werden von FireVirus. Genau, Pizzekatze, komm eins, das packst du. Nein, das ist nicht gut. Das ist Benny, unser kleiner, kuscheliger Geschichtenerzähler-Eisbär. Ich sag's immer wieder, so klein und kuschelig bin ich gar nicht. Altgrau unrasiert. Trifft's eher. Nee, Quatsch. So schlimm ist dann auch wieder nicht. 54,001 vom Heinz. Nukel 54,150. Also wirklich nur ein Müh. Schneller gewesen, Heinz, im letzten Umlauf. Wenn sie das beibehalten, diese Konstanz, beziehungsweise dieser kleinere, differenzierte Abstand, dann wird es sehr, 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 sehr schwierig, um nicht zu sagen fast unmöglich. Aber jetzt erster Sektor. Lila, der Heinz unterwegs. 3 Zehntel etwas mehr. Schneller und flotter. Könnte natürlich auch geil werden. Gucken wir gleich nochmal rüber. Oh! Oh! Da habe ich eben gerade schon den Kontakt eventuell vermutet zwischen der Heckpartie des BMW M6 und der Frontpartie des Mazda Tensa. Gott sei Dank ist nicht so gekommen. 53,664 von Gianni auf der 4. Rafa 53,9. Aber ihr seht's, da ist Xavio jetzt dran. 53,291 von Xavio. So, jetzt ist es wieder egal, wo du hinschaltest. Du siehst wieder mal nicht alles. Du kannst nicht alles einfangen. Heißt es nicht Neon Sven? Ah, 54,7. 55,2 von Gianni. 54,5 von Rafa. Also Rafa probiert da vorne wegzukommen. Sich wirklich final zu lösen außerhalb der Windschattensituation. Gesehen Richtung P4. Ja, und FireVirus hat nochmal ordentlich zurückgesteckt. Nicht, dass er sich hat einschüchtern lassen durch diesen fast Zusammenstoß mit dem Jinx.
56-2, 56-0. Kasif hat momentan gar keinen Stress, der kann aktuell gegen die Uhr fahren, in seinem Tunnel verbleibend, dort Tiger auf der 9. Gleiches Thema in Grün, also die Audi 8 Piloten sind im ersten Moment unbeschwert unterwegs. Alex auf der 8, hier haben wir das gleiche Phänomen in Grün. Thomas auf der 7, auch hier Abstände zu sehen, die, oh, da war er spät auf der Bremse. Ganz, ganz weit rausgefahren hier, ersten Scheitelpunkt absolut ignoriert. Ah, Christoph, kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, Digga. Ich bin auch seit dem Update überhaupt nicht mehr gefahren. Ich weiß es nicht. Also wenn das jemand im Chat weiß, dann darf er gerne mal seine Erfahrung mitteilen. Die Frage war von Christoph, ob es eine Veränderung gab im Bereich der Traktionskontrolle, dass die Fahrzeuge durch die Verwendung der Traktionskontrolle nicht mehr so stark eingebremst werden, wenn du sie aktiviert hast. Sub-Zero schreibt, ist ihm nicht bekannt. Schabio auf der 5. Hatte der da eventuell gerade den Versuch gestartet, am Gianni vorbeizukommen? Sah im Augenwinkel so ein bisschen danach aus. Ja, ja, ja. Aber nicht in dieser letzten rechts, da kannst du nicht so weit außen bleiben, so spät. Das funktioniert nicht, da bist du voll auf der dreckigen Seite und hast nicht wirklich sauber die Möglichkeit anzubremsen. Und ihr seht, was ist passiert. Durch dieses Manöver ist Rockgrass auf Position 6 rangekommen. Der ist dran an Schabio und an Gianni. 53,676, letzte Rundenzeit vom Rockgrass. Hey Buschi, moinsen. Gruß geht raus an die German Sim Racing. Herzlich willkommen, Buschi. Moin. Ausgeschlafen, Digga. Wie war es 24er noch gewesen? Liebe in den Chat, ganz genau. Wie? So richtig, Buschi? Glaube ich nicht. Ja, alles gut, alles gut. Bescheiden fürs Team oder meinst du, bescheiden, weil es so lang war. Und weil viel passiert ist. Oh, da ist er weit rausgekommen. Da ist er weit rausgekommen, der Schabio. Aber wo soll Rockgrass jetzt vorbei? Wo soll er denn vorbei? Über die Bremse? In die letzte Schikane? Oh. Wieder keine Bildzeitung dazwischen gepasst. Hat aber funktioniert. Schön gelöst von Rockgrass und natürlich auch von Schabio. Weil sowas kriegst du natürlich auch mit, wenn da so ein Fahrer hinter dir ist und der versucht, so ein Manöver noch irgendwie zu handeln. Wir gucken nochmal kurz hinter. Jinx, Fire Virus, immer noch dieselbe Geschichte. Aber ihr seht, Jinx ist rangefahren an Kasif. Warum? Ganz einfach, weil Kasif ein bisschen langsamer unterwegs ist, wieder Jinx. Sehr schön, auch hier immer noch die Dreikampfsituation, jetzt die entstanden ist, rund um Position 10, Freunde. Und das in der vorletzten Runde, die wollen mich da wieder veräppeln, die Kollegen hier, das ist doch Wahnsinn. Das macht noch meine Nerven nicht mit, ich werde auch nicht jünger. Rockgrass, Schabio. 2 Zehntel, 3 Zehntel, 1 Zehntel. Kein Zehntel, wir fahren sie nebeneinander. Hä? Echt jetzt? Wegen Disconnect oder was? Oder Serverproblem? Oder echt? Kann ich gar nicht glauben, ey. Und ich habe euch so die Daumen gedrückt, Buschi, Digga. Glaubst du gar nicht. Ich habe gestern so viele Sachen gleichzeitig gemacht, das darfst du eigentlich gar keinem erzählen. Fire Virus, eine Sekunde hinterm Jinx. Mann, jetzt zieh! Mit einem BMW M6. Jetzt gehen wir gleich in die vorletzte Runde. 30. Runde von 31. Jetzt mach Lack auf den Kolben hier. Hört auf mit den Wattebällchen, um euch zu werfen. Ja, geht doch. Ne? Egal, nochmal so ein Manöver. Dann hilft dir vielleicht auch Fire Virus, Jinx. Als hätte er mich jetzt gehört. Komm, das kriegst du nochmal hin. An einer anderen Stelle und dann ist gut. Ja,
kriegt er hin. Heinz, letzte Runde. 53.088, Freunde. Schnellste Rennrunde vom Heinz gezeigt in Runde 27. Muss aber jetzt wieder dahinter. Ah. Sah wieder so aus, als hätten die sich berührt, ganz leicht, ne? Aber kein Schaden, alles gut. War ein Positionswechsel 5 und 6. Wir gucken nach. Ja, Rockrass vorbei an Schabio. Vollkommen richtig. Ich kann... Ach, Heinz, mach keinen Scheiß mit der Strafe, Digga. Kriegst du hin. Jawohl. Mach weg den Mist und weiter. Ich kann halt jetzt... Das Problem ist, ich kann... Normalerweise, ihr kennt das, normalerweise gewähren wir dem Führenden die letzte Runde. Aber wie sollst du das hier machen? Hier wird ja egal wo, vorne, hinten, überhaupt, oben, unten. Hier wird ja überall diskutiert. Alter Verwalter. Rockrass 5 vorbei an Schabio. Schabio auf der 6. Und immer noch hinten dieses Eskalationsthema. Warst du schon drauf, ehrlich? Nein, Jinx mit dem Fehler. Oh, nein, 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 nein. Jinx mit dem Fehler. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Zieleinlauf von Heinz verpasse. Ah, ein bisschen rausgefahren und dann hier auf der rechten Seite. Und dann verliert er kurzes Heck und er dreht sich auf die Seite. Kann natürlich jetzt den Hobel noch einfangen, aber er verliert die Position gegen den Fire Virus. Und wo ist der Heinz? Da, letzte Schikane am Anbremsen. Ganz kurzen Blick riskieren. Männers, ihr macht keinen Scheiß mit Gianni auf 4, Rockrass 5, Schabio 6. So muss es bleiben, bitte. Keine Zeit mehr. Letzte Kurve rechts rum. Jawohl, Heinz bremst. Der blinkt schon. Jawohl, der grüßt. Grüße gehen zurück, Heinz. Geiles Rennen. Sehr schön. Finale macht MBR hier komplett in Form des Heinz-Kollegen. Jawohl. Nuckel macht P2 hier safe. Sehr geil. Rafa dahinter auf der 3. Gratulation dazu. Gianni auf P4. Rockrass 5. Jawohl, ja. Schabio auf der 6. Sehr schön. Thomas auf Position 7. Kommt er hier auf Startenziel rausgehämmert. P7 für den zweiten MBR-Fahrer. Jawohl, Alex, der Teamkollege von Rockrass, hier im Bild. Sollte sich normalerweise P8 sichern. Ich riskiere ganz kurz einen Blick. Wo ist der Rest vom Fist? Oh, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Ubla, da wollt man hin. Da, zum 8. Platzierten, zum Alex. Servus Green Dragon. P8 für den SRG Alex. Jawohl, der Tiger hier. Ja, das letzte Mal nochmal schön quer rein in die letzte Schikane mit dem Audi 8. Kann man machen. Sieht auch gut aus. Hat auch so viel Vorsprung, dass das wirklich zeitlich vollkommen egal ist. Über 20 Sekunden hier der Vorsprung vor seinem Teamkollegen von der Tiger Richtung Kasif. Jawohl, P9 für der Tiger. Danke, ja. Super. Ich liebe es, wenn ihr Clips macht. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht. Kasif, also 10. Jinx auf der 11. Nee. Fire Virus auf der 12. Hat er den noch vorbeigelassen? Ist ja nicht wahr. Scheinbar. Kann doch sein, dass er noch eine Strafe bekommen hat, der Fire Virus, und dann hier dementsprechend diese abbauen musste, weil es ist nicht erlaubt. Du darfst nicht mit Innehaben einer Strafe über die Ziellinie fahren. Das ist verboten. Du musst diese Strafe abbauen, im Rennen noch. Sehr geil. Sven, kannst du ganz kurz dafür Sorge tragen, dass ich da eingeladen werde in die Party? Dann mache ich da im Hintergrund ganz kurz den Koppler. Mit einem anderen Headset, dann ist das kein Ding. Rennergebnis nochmal eingeblendet. Der Heinz auf der 1. Das heißt, wir brauchen den Heinz, wir brauchen den Nuckel auf der 2 und wir brauchen den Rafa auf P3. Gianni 4. geworden, Rockrass 5. Schabio 6. Thomas auf 7. Alex auf der 8. Tiger auf 9. Kasif auf der 10. Jinx auf der 11. Und Fire Virus auf der 12. Das ist das Ranking. Machen wir hier kurz den Switcher. Nicht zu verwechseln mit Switchern. So. Okay, alles klar. Nee, dann warte ich kurz auf deine Einladung, Sven, und dann ist alles gut. Und auch das kennt ihr natürlich von der SRG. Gibt noch ganz kurz ein fixes Siegerinterview mit dem Podium. Und dann haben wir es natürlich auch schon wieder geschafft. Nee, da hast du dich verguckt, Calabon. Da hast du dich verguckt, das war nicht Fortnite. Das war Hofhell.
Oder Vorteil. Der Heinz, der Nukel und der Rafa. Sehr geil. Im Finale hier im Lobby, Lobby 1 Bereich haben wir einen Doppelsieg gehabt vom Team. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt hier im Lobby 2 Finale. Einmal der M3, einmal der M6 und einmal der Z4. Das Geile ist, es ist alles BMW. Aber gefällt mir trotzdem, finde ich gut. Ja. Wie war das? Wenn es mal länger dauert, ich brauche einen Snickers. Pizzakatze ebenfalls. Schönen Abend dir gewünscht. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du Zeit hast und Lust hast, nachher sind wir nochmal live. Um 8:30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber bis dato machen wir auf jeden Fall nochmal in aller Ruhe die Pause. So, gucken wir mal. Was ist da los? Da ist die Einladung. Ach so, sorry. Ja, ich sehe das nicht gleich, weil ich die Dings, die Einblendungen abgeschaltet habe. So. Da gehen wir doch. Paul Golf, wunderschönen guten Abend. Da ist er, ja. Moinsen, guten wunderschönen Abend. Moinsen, guten Abend. Ja, Männers, klassische Fall, ne? Finale im Bereich Lobby 2 seitens der SRG habt ihr absolviert. Wie war das generell? War das tiefenentspannt? War das nicht tiefenentspannt? Würde sagen, wir fangen mit dem Rafa an. Rafa, wie war es bei dir gewesen? BMW Z4, also ja, faktisch. Also, sorry, wenn ich kurz unterbreche, Rafa. Faktisch ja. Auf jeden Fall. Ihr habt nur BMWs da oben hier gestellt. Habt ihr euch abgesprochen oder war das gewollt? Nein, die zwei waren halt so stark vorne, da konnten wir nichts machen. Und wie gesagt, dass ich so weit vorkomme, ich bin eigentlich ganz entspannt gefahren. Für das Race of Champ war ich ja qualifiziert, wollte ursprünglich einen Stop fahren. Aber dann habe ich eigentlich umgeplant, weil Thomas mich halt eine ganze Weile aufgehalten hat. Und dann fährt er natürlich direkt vor mir auch in die Boxen, dann ist er wieder vor mir. Ne? Also hat mir nicht so in den Plan gepasst. Aber gut, ich sag mal, im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen für mich, kann mich nicht beschweren, bin ja von ziemlich weit hinten gekommen, hatte kein Malheur, keine Unfälle, also nie von der Strecke abgekommen, also ist für mich super entspannt gelaufen, also absolut top. Sehr und geil. Glückwunsch nochmal an Ersten und Zweiten. Wunderbar, ach, wunderbar. Also rundum zufrieden gewesen, Rafa, bis auf dieses kleine Debakel halt, dass es halt anders kam. Debakel hatte ich ja keins, aber ansonsten alles super gelaufen. Ich bin eher entspannt rangegangen, da ich ja eh schon qualifiziert war. Also ich bin jetzt nicht mit dem Messer zwischen die Zähne gefahren. Ich hätte gerne, wie gesagt, eine andere Strategie gefahren. Mhm. Aber das ging halt nicht, weil ich halt zu lange im Verkehr gesteckt habe. Ne? Und an Thomas war halt auch kaum vorbeizukommen. Ne? Also er hat wirklich sehr gut verteidigt und da war fast nichts zu machen. Ne? Geil. Vielen Dank für die offenen Worte, auf jeden Fall. Ja, ganz kurze Frage an Nukel und an Heinz. Männers, what the hell? Was habt ihr denn mit den Motorenschäden gemacht? Wo gab's die denn gratis? Also das war mein Fehler in dem Sinn. Ich bin letzte Schikane zu weit links rausgekommen, bin mit dem Hinterrad in dem Moment, wo ich aufs Gas wollte oder auch bin, habe ich komplett Heck verloren, habe mich quer von Nukel gestellt und da hat's halt ordentlich gerumst. Und da hat's dir die Maschine? Da hat's dir die Maschine zerrissen und das Aggregat von Nukel. Er ist mir komplett voll quer rein. Ja, bei Nukel? Bei Nukel hätte ich's verstanden durch den Aufprallwinkel, aber bei dir, wenn der dich seitlich trifft? Ja, krass. Halt. Ja, okay. Habt ihr da schon drüber gesprochen oder werdet ihr danach nochmal drüber sprechen? Nee, wir haben vorhin schon, schätze ich euch auch ein. Es tut halt leid, aber war halt ein scheiß Rennunfall. Logisch, aber. Wenigstens war die Box nicht so weit, oder? Ja, gut. Gott sei Dank, letzte Schikane, ihr kennt's, ne? Letzte Schikane hämmerst du durch. Ja. Normalerweise so erste, maximal zweite Gangsektion und direkt danach nach dem Ausgang auf der rechten Seite ist die Einfahrt zur Boxengasse, ja. Ja. Wart ihr noch Kaffee trinken oder so in der Boxengasse? Nee, ne? Okay. Ja, ging Gott sei Dank relativ schnell. Ja, okay. Okay, Nukel, wie war's generell bei dir gewesen? Bist du zufrieden? Bist du nicht zufrieden? Sagst du, also meine Herren, das hätte ich jetzt am besten gebraucht wie ein Loch im Kopf, dieses Rennen, oder war's wirklich einfach geil? Nein, hat Spaß gemacht. Ja, dann den Crash mit Heinz. Ich dachte, er ist am Grün und fährt gerade weiter. Und dann in dem Moment, wo ich vorbei bin, zack, was für. Ja. Das kündigt sich halt auch nicht rechtzeitig an. Ne? Das passiert, wenn dann immer von jetzt auf gleich. Dieser Grünstreifen links ist echt heftig. Ja, genau. Die weiße Flagge noch am besten rausgewedelt. Jawohl, genau. Genau. Okay. Nein, sonst war es cool, hat Spaß gemacht. Das letzte Rennen war ganz okay. Zweiter Platz ist auch okay. Sehr gut. Heinz, wie hart musstest du fighten? Als Sieger heute Abend?
Also ich bin klatschnass. Okay. Wie immer, wenn ich vor allem genug war. Und ich musste schon ordentlich kämpfen. Ich habe auch gemerkt, ich konnte mich zwar am Anfang da dann ein bisschen absetzen, bis auf, glaube ich, 6, 8 Sekunden. Aber ich habe dann gemerkt, oh, er fängt an abzuknabbern. Das war dann in dem Moment, wo meine Reifen auch nachgelassen haben. Das war schon Ende des ersten Stints. Und ja, er hat dann auch schon aufgeholt. Ich schätze mal, mit dem BMW hat er weniger tanken müssen wie ich, weil er ist dann auch vor mir rausgekommen. Ich habe Richtig? hinter dir Ja. Sprit gespart. Ja, Ich siehst habe du genau. geschwarzschiffet um mein Leben. Und er ist dann vor mir auch rausgekommen. Genau. Jo, ich konnte ihn dann aber, ich weiß nicht nach wie viele Runden, ich glaube nach 6, 5, 6 Runden, konnte ich ihn wieder überholen. Ja, und dann ist das Runde 15, 16 müsste gewesen sein, ist eben 15, ja. dieser, ja, ist dieser Abgang passiert. Da sind wir halt dann beide gleich rein, da musste ich natürlich meine Strategie ein bisschen umstellen. Ich wusste, ich hätte auch vielleicht 15 Runden durchfahren können, aber ich habe gemerkt, meine Reifen bauen doch ein bisschen mehr ab, wie vielleicht beim M6. Und bin dann doch mit 10 Runden Sprit wieder raus. Musste mich dann so auch noch ein bisschen durchs Feld kämpfen, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und nachdem dann die anderen ihre 20er-Stops gemacht hatten, lag ich dann halt auch wieder in Führung. Und aber mein letzter Stopp natürlich, musste ja nochmal was nachtanken, mussten Splash and Dash machen, habe nochmal Genau. für 6, 6, 7 Runden getankt. Dann sah ich natürlich gerade Nogla an mir vorbeifahren. Da waren wir ungefähr so 3 Sekunden auseinander, aber ich wusste oder dachte zumindest, er fährt anscheinend jetzt den letzten Stint voll, also sprich 15 Runden, und dachte mir schon, dass seine Reifen das eigentlich nicht durchhalten können. Und habe auch gemerkt von den Zeiten her, ich bin sukzessive in 2,10 geschritten, immer näher gekommen. Und er hat sich dann nochmal tapfer gewehrt. Aber ich denke, seine Reifen waren doch etwas zu arg am Ende. Und ich konnte mich dann auch wirklich relativ gut und schnell absetzen und hatte dann zum Schluss da diese 6, 7 Sekunden Vorsprung. Hatte ich das gewurmt, Nukel, in dem Moment? Nein, mich hat vorher gewurmt, dass ich da fast abgeflogen bin eigentlich. Und zwar nach der, ich glaube, 16, 17, Ja, das 18er habe ich gesehen Runde. von der Zeit oben. Ja, habe ich gesehen, Ja, da war auf einmal genau. so viel Abstand. Im Anflug auf die letzte Schikane auf der rechten Seite hast du die Grasnarbe erwischt, richtig? Ja, nicht ganz unfreiwillig. Aber sagen wir es mal so, wenn ich da normal weiterfahren hätte können, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Vorsprung vom Heinz gehabt. Dann wäre vielleicht nur herangekommen, aber das ist alles ja, Kette, hätte, Spekulation. Es Fahrradkette. passt schon so, genau, es Ja, ist es ist halt Rennen und Rennfahren, Arbeiten ne? passiert. Ja, es ist Rennfahren. Das haben wir gesehen im Stream, da waren wir live dabei. Ich habe das gesehen, du hast das Heck verloren auf der rechten Seite, das Fahrzeug hat sich eingedreht, links rum. Das hat ordentlich Zeit gekostet. In Summe bei Überfahrung der Ziellinie, also beim Strich selber, hast du 4,7 Sekunden Rückstand gehabt. Und das war im ersten Okay. Moment relativ bitter. Ja, das ist richtig. Also habe ich auch gedacht, so, nein, nein, nein. Ich hoffe, dass du jetzt nicht den Kopf in den Sand steckst, aber dafür kenne ich dich auch schon lange genug. Ich weiß, dass du das nicht machst. Im Gegenteil, das ist dann auch so, dass du sagst, ja, und jetzt erst recht. Insofern war das schon vollkommen in Ordnung. Das ist halt manchmal die Rennsituation. Es gibt solche Abende, die kannst du teilweise vergessen. In eurem Fall heute Abend ist, denke ich mal, keiner vom gesamten Fahrerfeld dabei gewesen, der sagt, er hat hier den Abend als gehakt. Kannst du knicken, machst einen Haken dran, nächstes Mal geht's weiter. Im Gegenteil, es war echt ein tolles Finale. Also auch vielen, vielen Dank da an euch. Natürlich auch die Glückwünsche nochmal an den Ersten, an den Heinz, an P2, an den Nukel und an Platz 3 an den Rafa. Ja, Ja. und an dich. Danke für den Stream, Benny. Ja, Kein genau. Ding, Danke, alles gut. Benny. Teamkollege, wie immer. Super gemacht. G Ich genau. gucke es aber erst morgen an. Kein Thema. Ich Alles auch, gut. auf der Arbeit, wie immer. Das hat jetzt hoffentlich nicht der Arbeitgeber gehört, Rafa. Du hast den Vorteil, du bist dein eigener Chef. Insofern alles gut. So ist es, da kann Passt ich doch. mal was. Genau. So nach dem Motto. Nee, Okay. ich bin zwar spät eingestiegen in die Saison, aber muss sagen, faire Rennen haben Spaß gemacht, war cool und weiter so. Ja Vielleicht gut, sieht man sich die ja im Race of finalen Rennen kommen Champions. ja erst noch jetzt. Ja, vielleicht sehen wir uns da ja. Genau. Ja gut, ich denke schon, oder? Jetzt, also mit 30 Punkten dürftest du definitiv dabei sein, ne? Okay, weil ich mit dem Thomas. 31 hast du ja sogar, du hast ja sogar schnellste Runde, ne? Ja, genau. Also, Na da gut, gehe ich dann davon freue ich aus, mich dass wir drauf. uns auf jeden Fall sehen. Ja, dann, So ich machen freue wir's. mich auch. Wie gesagt, danke an alle. Glückwunsch nochmal an euch zwei und dann sehen wir uns nächste Woche. So machen wir's. Nächste Woche.
Bis an dann. euch, Servus. Community, macht's gut, ans Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind raus, wenn ihr Bock habt, nachher nochmal live um 8:30. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall die Tage. Morgen und übermorgen ist Stream frei. Regulär geht's dann am Mittwoch erst wieder weiter. Aber wie gesagt, nachher um 8:30 haben wir den nächsten Stint. Also, macht's gut, bis später, bleibt uns gesund und munter. Danke, bis dann, ciao.